Willkommen zum Wiener Börseplausch. Heute ist Donnerstag, der 6. Oktober 2022 und mein Name ist Christian Drastil. Gestern Abend war es schwierig, die Abendgestaltung auszuwählen. Darüber rede ich heute im Wiener Börseplausch mit dem Motto Market and Me. Freebies for Community. Ja, die Börse als Modethema und die Wiener Börsepläusche im Oktober sind präsentiert von Wienerberger und der VAS AG. Gut, später heute, ich sage dann gleich warum, 14.32 Uhr ist es jetzt, als ich es einspreche und der ATX, der ist bei 5.892 Punkten, also eine weitere kleine Korrektur nach den stärkeren Comeback-Tagen der letzten Woche oder Tage, sagen wir so. Auf der Gewinnerseite haben wir die Warimbex mit plus 4,4, die Pira Mobility mit plus 4%, was fürs Aktienturnier spannend ist, weil die sind der Titelverteidiger. Rosenbauer mit plus 1,88% und auf der Verliererseite Voestalpine mit minus 2,4%, Polytech Group mit minus 2,6% und RBI mit minus 2%. Ja, jetzt zu dem Thema der Abendgestaltung gestern. Es gab da drei Möglichkeiten und alle drei waren für mich spannend. Die erste Möglichkeit war, in die Stadthalle zu gehen, Wahl zur Sportlerin, Sportler des Jahres. Da darf ich ja in der Jury dabei sein und habe auch abgestimmt. Ich sage nicht, wie ich gestimmt habe, aber das wäre die Variante 1 gewesen, der Sportlerin, Sportler des Jahres dann zu begrüßen und applaudieren. Die zweite Variante war Champions League in Salzburg, Red Bull Salzburg gegen Zagreb. Wie wir wissen, konnte Salzburg 1-0 gewinnen. Und die dritte Möglichkeit war eine ziemlich knapp einberufene Pressekonferenz zum Arbeitskreis Kapitalmarkt Österreich, der aus den Fachverbänden Aktienforum, CFE Austria, ZIRA, ÖVFA, Fachverband der Pensionskassen, VÖIG und Wiener Börse besteht. Und gecheckt hat das Ganze, konsolidiert hat das Ganze die ÖVFA und da gibt es ein neues Positionspapier und das wurde gestern auch vorgestellt. Also durchaus spannende Interessensmix und spannende Auflage für einen wie meiner einer und ich habe mich dann entschieden für Red Bull Salzburg. Also ich bin nach Salzburg gefahren, in der Nacht wieder nach Haus und insofern ist es dann auch spät geworden. Es war dort ganz, ganz toll, also mit Ballfinger unterwegs, es war ein FC Köln Trainer dort, mit dem wir uns fachlich leibernd unterhalten haben und ja, war einfach eine gute Sache. Sportler des Jahres ist der David Alaba geworden, Sportlerin des Jahres, die Anna Gasser, herzliche Gratulation auch da, sowie auch an Red Bull Salzburg und auch Gratulation an dieses Positionspapier, ich habe es heute bekommen, eben aus dem Arbeitskreis Kapitalmarkt Österreich. Wenn ihr da mal Journalisten dabei haben wollt, ich wäre auf jeden Fall unentgeltlich dabei. Die Geschichte ist die, dass ein hochentwickelter Kapitalmarkt halt positive Auswirkungen auf die gesamte Volkswirtschaft hat. Da gibt es viele Studien dazu, immer wieder so verstreut. Und jetzt hat man das dann konsolidiert und hat eben dieses Positionspapier gestaltet gemeinsam und hat wichtige Anhaltspunkte zusammengeschrieben. Da geht es zum Beispiel jetzt um die rasche Umsetzung der im Regierungsprogramm angekündigten Maßnahmen. Ich sage nur, die Käse, die gehört in der Form einfach weg, das ist ein Murks gewesen. Dann die Förderung betrieblicher und privater Pensionsmodelle, Altersvorsorge. Gerade jetzt ist das wichtig. Umfassende Wirtschafts- und Finanzbildung als Grundlage für selbstbestimmtes Finanzleben, so wie zum Beispiel dieser Podcast hier. Und als, das sage nicht ich, aber das sage ich, und als Basis für die private Geldanlage. Dann weiterhin Nein zur Finanztransaktionssteuer. Der Punkt macht mir ein bisschen Angst, dass das überhaupt noch ein Thema ist. Also hätte ich jetzt nicht erwähnt. Wiedereinführung der Behaltefrist und Maßnahmen bei der Wertpapierkäst. Da ist ganz klar, die Steuerungleichbehandlung verschiedener Kapitaleinkünfte soll rückgängig gemacht werden, die Käst auf 25 oder weniger Prozent gesenkt werden. Ja, Vereinfachung des Being Public für bereits börsengelistete Unternehmen, ja, schadet auch nicht. Die haben eh genug um die Ohren. Und letzter Punkt, Nutzung der Börsenvorteile bei Staatsbeteiligungen. Auch da gehe ich vielleicht in den nächsten Tagen noch stärker drauf ein. In Summe eine sehr gute Sache und schön, dass man das vertritt. Bin dann gespannt,
wie die mediale Resonanz ist, auch in den großen, breiten Medien, was der ORF dazu hat und so weiter und so fort. Gestern hat mich noch beim Heimfahren aus Salzburg eine Meldung überrascht, nämlich die XXX Lutz Gruppe, also ein X gestohlen ist in der Ansage, will ein Angebot für den Erwerb sämtlicher ausstehender Aktien der börsennotierten Home24 SE in Deutschland abgeben. Und zwar wird da geboten 7,5 Euro je Aktie. Und das ist eine Riesenprämie von mehr als 100% auf dem Schlusskurs vom 4. Oktober. Allerdings darf man auch nicht vergessen, dass die Home24 noch keine 5 Jahre an der Börse ist und damals zu 28 Euro gekommen ist. Also schön, dass die im Kapitalmarktumfeld jetzt erstmals auftauchen. Gute Firma mit witzigem Marketing, finde ich, ist die XXX Lutz. Auch wenn sie in einem potenziellen Delisting-Zusammenhang ist. Aber bis jetzt hat man mit dem Unternehmen börslich eigentlich nur den Hans-Jörg Schelling, den ehemaligen Finanzminister, verbunden. Und da kann man dann als Fazit bringen, der hat in seiner Zeit als Finanzminister genau nichts für den Kapitalmarkt getan. Und ja, schauen wir mal, wie das dann jetzt dann ausgehen wird, dieses Angebot. Auf jeden Fall wird es begrüßt von Home24 und das ist ja schon mal nicht wenig. Bei der Post ist es so, die haben jetzt bei der Bank 99 ein Vorstandsmitglied dazu bestellt. Das ist jetzt ein Dreiervorstand, verstärkt durch eine Frau, nämlich die Patricia Kasianziew. Die wird das Vorstandsduo Florian Dangl und Bernhard Achberger verstärken. Abgeschafft werden die Pflichtveröffentlichungen in der Wiener Zeitung und es gibt jetzt eine kostenlose digitale Variante. Und als Unternehmer und Unternehmerin muss man jetzt nicht mehr bezahlen. Ja, gut. Die Aktienkäufe gibt es auch wiederum und zwar Clean Energy. Der Michael Eisler, den wir von der Startup 300 kennen, hat über seine Digital Heroes GmbH 5000 Clean Energy Aktien zu 39 erworben. Und der Heiko Gabbert, der ist für Operations und Nachhaltigkeit zuständig im Vorstand der Polytech, der hat am 5. Oktober 2500 Polytech Aktien zu 4,76 Euro gekauft. Ja, und finally noch Research. Da haben wir Steve Well, die die Halten-Empfehlung für Lenzing bestätigen. Das Kursziel aber auf mehr als unter 50% senken, nämlich von 129 auf 59 Euro. Barclays, die bestätigen die OMV mit Underweight und das Kursziel geht von 53 auf 50 Euro. Und Montega stuft Wolfgang von Kaufen auf Halten und gibt ein Kursziel von 24 auf 16 Euro retour. Träumer wird man sein dürfen und wer weiß, vielleicht wird ja alles wieder gut. Gratulation allen Siegern von gestern. Tschüss und Baba.